Orange ist ey, meine Junge, Farbe. Das finde ich echt übertrieben hier, ey. Okay, Orange war nicht meine Farbe. Hey, I just met you. And this is crazy. But here's my number. So call me maybe. Und auch herzlich willkommen heute zu einer richtig genialen Folge GTA. Mit dabei natürlich wie immer Cheerleader Deko. Ha! Ha! Baby! Come on! Auf geht's, Muchachos! Ein richtig geiles Formularennen oder was haben wir hier? Oh yeah. Ein Transformrennen. Und die Leute haben 19 Minuten bis 3 Stunden gebraucht. Ja, würde ich sagen, machen wir das hier in 15. Easy. Also Formulas dabei, DR1, BR8, dies, das, Ananas. Ich habe gar keine Ahnung, wie die alle heißen. Auf jeden Fall einige dabei. Digga, aber die Karre, die wir jetzt haben, sieht schon ganz gut aus. Ja, Speed aktivieren und Daddy ist weg. Ciao. Digga, guck mal, wie weit hallo, hinten du ja, bist. Ja, mach ich nicht, Alter. Mit Speed hier richtig geschummelt. Alter, guck mal. Crap-Boosting, bam. Richtige Rasur. Boxershorts. Mhm, ja, ja, man kennt ihn. Boxershorts, Baby. Oh, schau mal da oben. Oh, geil. Mucho grande. Oh, that's what she said. Oh. Er geiert wieder ab hier. Ne? Digga, wie ich einfach fahre wie ein... Passt ein Junge. Ja! Digga, was ist verkehrt mit Weg ihm? Hier, Alter. Richtig weggebumst habe ich dich. Richtige Sardine. Ja! Richtiger ja? Leguan, Alter. Ja, was ist los, Leguan? Richtiger Leguan, habe ich gesagt. Hör doch zu, Junge! Digga, du hast zu viel mit deinem endoplasmatischen Reticulum gespielt, Alter. Das hast du. Ja, du weißt nicht, was das ist, Alter. Digga, ist auf jeden Fall dein Liebespartner. Oh yeah. Das gute alte endoplasmatische Reticulum. Man kennt ihn. Digga, der Bio-Unterricht der 11. Klasse, Alter, er ist vorhanden. Digga, was für 11. Klasse? Das ist 8 oder so. Ja, Digga, ich kann doch hier aus. Ist er nicht aus dem Blatt oder sowas? Digga, Zellen. Endoplasmatisches. Zellen. Ja, aber eine Blattzelle. Digga, ich glaube, so Mitochondrien und Ribosomen waren auch dabei. Das ist geil, Alter. Wie ich da durchgezischt bin, Alter, wie eine Möwe. Nein! Oh yeah. Marvin konnte es nicht schaffen, weil er zu schlecht ist und keine Möwe. Marvin, first try. Dazwischen labert Deko, ganz genau. Oh, sagt der Typ, der dazwischen labert und sich dann beschwert, weil ich noch rede. Aha, aha. Mhm, abbremsen, abbremsen. Ja, wo bist du? Ich warte hier auf dich. Ja, Papa ist durch. Easy peasy first try, Bruder. Auf die Naps muss man ja warten. Einmal links, einmal rechts, einmal geradeaus. Komm, jetzt einmal nur noch. Kua! Papa, wir sehen uns dann im Ziel. Wo muss ich überhaupt hin? Ciao! So kennt man den Marvin. Ich warte hier auf ihn. Ah, der hat sich schon angeschaut, was man da machen muss, ne? Nee, der kleine. Ich hab jetzt erst. Okay. Durch dein Nein habe ich gehört, dass da irgendwas kommt. Hab aber auch verkackt. Ist da irgendwo ein Speed? Ist da irgendwo ein Speed? Du bist nämlich schnell beschleunigt worden irgendwo. Ja, du musst das rückwärts machen. Deswegen ist die Bremse am Anfang. Ah nein! Was ist das denn? Ja. Krähenfüße. Irgendwelche LED-Anzeigen, du Lappenkopf, Alter. Ja, ach! Digga, kommt mir wieder so. Richtiger Schlauberger. Richtiger nein, Frau Lehrerin! Das, was Mario gesagt hat, ist falsch! Halt deine richtiger Fresse, Lorenz! Krähenfüße! Juckt niemanden! So, genau so war die Situation damals immer in der Schule. Ja, bestimmt. Deswegen hatte ich auch immer nur rote Einträge in meinem Klassenheft. Ich war der Streber. Das ist der Grund. So, jetzt. Nein! 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 Ciao, Marvin! Ich bleib jetzt hier. Leute, dein Auto ist... Hä? Nein! Nein! Ja! Ja! Schafft er es? Ich glaub's noch nicht. Noch hab ich nicht verkackt. Ja. Ich überlege nur gerade, wie ich es retten kann. Kannst du nicht mehr. Oh, ist das schön. Heute ist so ein schöner Tag. Da, 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 da. La 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 la
Hat er das? Nee, noch nicht. No. Und? Rutscht er weg? Oh, oh, first try! La 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 la. Ist er wieder durchgekommen? Oh, richtig unverdient, Digga. Digga, richtig verdient, weil ich ein mieser Skiller bin. So, Papa ist auch da. Er hat es gekonnt gemacht. Qua! Was muss denn durch? Na, okay. Du musst direkt komplett. Das hat nicht funktioniert. Weg mit dir, du Lappen. Alter! Gar nicht so einfach! Schön durchzimmern, Alter! Digga, verzieh dich da! Ja, geh mir aus dem Weg, Alter! Oh! Ja! Wie Digga, der geölte Blitz, Junge, Alter! Nur ist mein Superheldenname, der geölte Blitz! Boah! Zweite Mal auch direkt, Alter! Oh yeah, Marvin, wer bist du eigentlich, ey? Oh, ist er hängen geblieben? No! Oh, ist Marvin hängen geblieben? Oh! Warum tun sie mir an, hallo? Oh, hä? Hast du dich angetan, hallo? Oh. Okay, ich würde sagen, okay. Wir tryharden nach vorne, ne? Tryharden mal nach vorne, ja. Los, los. Wir haben ja hier auch noch eine Challenge. Ich habe gesagt, 15 Minuten. Wieder noch einmal. Muss ich nach rechts überspringen? Wahrscheinlich schon, oder? Ha! Oh nein, der Punkt wird mir woanders angezeigt. Mir wird angezeigt, der Punkt ist woanders. Falsche Richtung. Ja. Alter. Hinter dir war noch ein Punkt. Mit dir, Alter. Ja. Gar nicht so ohne, was hier kommt. Ich seh's. Okay, komm. Oh, 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 oh. Digga, wie ich wieder eigentlich mit dem größten Teil des Autos drauf war, aber trotzdem Untergrundspinne. Oh, weil er so einen fucking Booty hat, ey. Halala Bamba, Deko Schwanger, la 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 la. Marvin ist ein Vater. Okay. Hat das auch? Oh, shit, ey. Oh, ich hab's. Schon wieder genauso wie eben gerade mein zweiter Sprung, Alter. Mit der Hälfte von der Karte drauf landen und drunter rutschen. Muss einen krasseren Bogen nach rechts machen. Yeah! Nummer 2! Yeah. Und jetzt Nummer 3. 10 kann er, zählen kann er, Grafzahl. Komm, einmal okay. Nach oben. Ja, so ist das doch schon viel besser. Jetzt noch einmal. Ein bisschen mehr Schmackes. Einmal jetzt noch. Oh, ich gönn dir so, dass du verkackst, ey. Marvin, rechts, links, geradeaus! Marvin hat's. Easy! Soll Daddy noch zurückkommen für dich? Hallo! Hallo, zurückkommen, wer? Ah! Oh, 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 oh. Hat er verkackt? Hat er verkackt? Hat er nicht, Digga, hat er nicht, Junge! Ah, shit, ey. Ah, die Map gefällt mir, Mann, die ist geil, ey. Die Map ist bis jetzt echt ganz so. Oh, yeah. We do. Wow. Ich muss sagen, hallo. I like. Einmal noch! Sind immer drei Versuche hier, beziehungsweise drei Etappen. Nein! Ey Junge, ich hämmer S und Leertaste rein, Alter, und trotzdem rutsche ich durch, ey. Und es deine geht Mutter. Weiter, try hard. Und schon wieder komplett durchgerutscht. Dankeschön. Nice, so gefällt mir das. Bitte so okay, weitermachen. Mehr mit Gefühl, hab ich das Gefühl. Danke. Oh. Ey. Ja? Erzähl mir mehr, junger Mann. Ich hab's jetzt langsamer gemacht und bin einmal in der Mitte irgendwo aufgestoßen auf dem Boden. Und damit einmal hochgesprungen und dadurch auch wieder komplett drüber gerutscht. Ja, Mimimi? Ich höre, dass ich einmal über dich drüber gerutscht bin, hallo. Lecker. Das wollen hallo. Viele. Das wollen sehr viele. Oh ja, und ich hatte es. Mehrmals. Muchachos, seid ihr neidisch? Bin ich über Marvin drüber rutschen? Ich glaube schon. Über die kleine Mabosana? Mein Künstlername, hallo. Normalerweise hat er immer rote Haare, aber zuletzt hatte er die Perücke von seinem Mickey-Abenteuer auf. Hab ich auch ein bisschen. Man kennt den, ne? Erik. Oh mein Gott! Oh. Ja, finally habe ich den Lachs hier! Oh, das war sogar richtig, Bruder! Dachte, ich fahre hier schon irgendwie einen Klabautermann. Okay! Ja. Wo ist der Deko? Ah, der springt da! Wir schauen uns an, ganz genau. Und zu weit. Oh. Ich muss wirklich auf den Warhead drauf. Also, ich bin auf die Dartscheibe da gesprungen.
Oh mein Gott! Qua! Qua! Oh! Und jetzt nur noch da rein. Oh! Okay, Dartscheibe haben wir. Ja! Alter. Ist das wirklich richtig, Alter? Wie geil ist das denn? Ja, ist richtig. Habe ich getestet. Das sieht so komplett falsch aus. Ja. Das ist jetzt die Oberseite von dem Formula-Kram. Ich sehe es. Oh, oh. Nein, langsamer, langsamer, Bruder, langsamer. Und jetzt wieder schneller! Das haben wir auch kacke gemacht hier. Okay, haben wir? Ach nee, ja. Alter, schon wieder so ein Geradeausfahrding. Mhm. Ja, wir müssen richtig auseinandernehmen hier. Ich komm gerade aber richtig schmuf durch. Deko, wo bleibst du? Hallo! Oh, bitte das nicht auch dreimal. Hä? Alles. Ach, und jetzt da rein. Dreimal. Alles, Deko, alles. Oh. Nur für dich, mein Lieber. Oh, Junge, also es ist gerade, ich komme mir gerade ein bisschen random vor. Aber ja. Es ist nice, Alter. Es ist schon nice. Kann man nichts anderes sagen. Ha! Hallo, Arschke, Kasperter, Suppenstreichler. Nein! Oh, ich wollte das alles jetzt First Try machen. Warum tust du mir das an? Mann, oh. Ist halt leider nicht gut genug für ein Full First Try. Ah, mal schauen, wie es bei dir ausschaut. Oh nein! Das ist gar nicht so einfach. Shit, ey, das ist echt nicht so einfach. Ja, wir machen es einfach rückwärts jetzt. Ja, warum nicht? Zack. Zack. Okay, hier hast du verkackt, oder was? Weiß ich nicht. Ich glaube, da ist es noch nicht. Digga! Bei den File Tries, oder was? Ja, ich sag einfach mal ja. Ja, nicht? Irgendwo musst du ja verkackt haben. Warte, ja, genau da. Wahrscheinlich. Ich hab das jetzt rückwärts gemacht. Hi! Hallo! Ja, genau so bin ich auch gesprungen. Digga, warum rückwärts? Warum? Oh, nein, ich muss darauf jetzt irgendwie drehen. Okay, Digga, warum auf so komischen, schmalen Pfeilen hier, Alter? Das ist viel schlimmer. Und warum jetzt hast du drehen, bitte? Hast du einen Speed erwischt, oder? Nee, ich dachte es. Ich bin einfach cool unterwegs, so rückwärts. Ja, jetzt nochmal! Ist es geschafft? Ja, aber es geht weiter. Jetzt nur noch den Kram hier. Wenn ich den jetzt hinkriege, dann habe ich's. Oh! Nein! Alter, ich hab's nicht drauf geschafft, Digga. Ich hab's nicht drauf geschafft. Es du so bist hart. Ja richtig langsam. Du hast ja gar nicht genug Speed dafür. Du musst ja, kannst ja nur raufkommen, wenn das Schild ganz unten ist. Ja, ich habe auch extra abgewartet. Ja, ich auch, aber es war halt nicht ganz, ganz unten. Oh mein Gott! So, es war so fast ganz unten. Also, hier muss ich wirklich sagen, das war gar nicht so einfach. Da hätte ich auch noch verkacken können. Da hatte ich auch ein bisschen Glück, ein bisschen Skill, so ein cooler Wundertrank. Eine Mischung aus beiden. Okay. Wie zum Fick mache ich das jetzt? Kommen Sie, Mr. Deko, kommen Sie! Das ist zu früh. Überdreht? Okay, aber ich fahr los, wenn er wieder runtergeht. Digga, wir sind ja sowas in einem Weltrekord hier unterwegs. World Record! Du kannst dann nicht losfahren, wenn es runtergeht. Das ist zu spät. Du musst schon, bevor der runtergeht, musst du losfahren. Das ist wieder eine Timing-Sache, ja. Also, das Ding zu treffen, das Wert ist ganz unten ist, das ist schon ehrlich, das not bad, not bad. Okay, hier warte ich auf dich, denn nein, hier, das war zu, nein, fahr weiter. Hier könnte es schon interessant werden. Digga, ich weiß nicht, was das heißt. 4 gegen Willy, 4 gegen 1, 4 zu 1. Orange ist meine Farbe. Orange ist meine Junge, Farbe. Das finde ich echt übertrieben hier, ey. Okay, Orange war nicht meine Farbe. Einziger, ist das ein Rätsel? Was will er mir ich damit sagen? Ich find's schon schwierig genug, hier ganz gerade auf diese Pfeile drauf zu springen, Alter. Auch ohne, dass mich die Schilder auseinandernehmen. Okay, ich bin durch! 14:30. Ah, sogar unter 15 geschafft. Mega. Digga! Monkey Marvin! Monkey Marvin! Das war ein komisches Rätsel. Oh, ich hab's geschafft. Sehr nice, sehr nice.
Ich habe noch kein Mal verkackt bei dem Übergang hier vom Pfeil, von oberen auf den unteren Pfeil. Nicht schlecht. Bis jetzt noch nicht. Ach so, du musst noch einmal machen. Ah, hab ich. Okay, nicht runterfallen. Hier habe ich gerade auch schon einmal zu viel gespeedet, weil ich ungeduldig war. Okay, jetzt habe ich ihn. Sehr nice. Okay, der Rest scheint dann gleich easy gewesen zu sein. Ja, easy. Noch ein schöner Wallride. Den Wallride genießen wir jetzt nochmal. Oh. Oh. Ich sonne mein Rektum in der warmen Sonne des Ziegenmanns. Okay. In der warmen, wärmenden, ernährenden Sonne des Ziegenmanns. Löse das Rätsel, Deko, löse es. 4 minus 1 ist 5? Welches, sind die gar nicht? 4 minus 1 ist 5. Also okay, eigentlich theoretisch dachte, vielleicht der hier. Hallo? Damit hat Deko bewiesen, dass er einen vielfachen IQ hat im Vergleich zu mir, denn ich dachte, es heißt einfach 4 zu 1. Meine Freunde, wenn es euch gefallen hat, versucht unsere Zeit zu schlagen, die war übertrieben weltrekordmäßig. 14:30, 15 Minuten, Challenge an euch. Also, Beschreibung abchecken, ist dann reingehauen.